Die Streifenwagen. Wow, Matt und Frank haben es aber heute eilig. Hey Jungs, was ist denn los? Stimmt etwas nicht? In der Nähe von Bens Bauernhof ist ein Feuer ausgebrochen? Oh nein, da beeilt ihr euch besser. Hallo Ben, Matt und Frank sagen, in der Nähe sei ein Feuer ausgebrochen. Kannst du ihnen zeigen, wo es brennt, damit sie das Feuer löschen können? Hast du das Feuer entdeckt, Frank? Oh oh, sieht so aus, als könnte sich das Feuer auf Bens Felder ausbreiten und all sein Getreide vernichten. Denkst du, du hast genug Wasser im Tank, Frank? Matt, vielleicht solltest du besser zurück nach Car City fahren und versuchen, jemanden zu finden, der Frank helfen kann, das Feuer zu löschen. Schau mal, Matt. Da sind Penny das Flugzeug und Hector der Helikopter. Sieht nicht so aus, als hätten sie viel zu tun. Vielleicht könnten die ja ihre Wasserkanonen auffüllen und dann zu Frank fliegen, um ihm zu helfen. Danke, Penny. Danke, Hector. Wir sehen uns dann beim Wald, wenn ihr eure Tanks mit Wasser gefüllt habt. Gute Idee, Matt. Wir fahren weiter Richtung Car City und sehen mal, ob uns noch jemand helfen kann in der Zwischenzeit. Da ist Edgar, der Bagger. Ihn könntest du auch um Hilfe fragen. Er könnte einen Graben vor dem Wald baggern, damit das Feuer nicht auf die Felder von Ben übergreift und sein Getreide vernichtet. Edgar, da ist ein Feuer, das sich ganz schnell ausbreitet. Du musst einen Graben baggern. Auf geht's! Ach du liebe Güte, es sieht so aus, als hätte Frank kein Wasser mehr. Genau wie er gesagt hat. Keine Sorge, Frank, Hilfe ist auf dem Weg. Schau, hier kommen Matt und Edgar, der Bagger. Matt hat Edgar mitgebracht, damit er einen Graben vor dem Wald baggern kann, damit das Feuer sich nicht auf Bens Felder ausbreitet. Danke, Edgar. Du bist ein Held. Jetzt fehlen nur noch Penny und Hector, die das Feuer von oben mit ihren Wasserkanonen mit Wasser besprühen. Großartig, da sind sie ja. Endlich, das Feuer ist aus. Gut gemacht, ihr zwei. Gute Nachrichten. Penny und Hector haben das Feuer gelöscht. Edgar, mit deinem Graben hast du Bens Felder beschützt. Großartig.
Wo wir gerade von Ben reden, hier kommt er ja. Ben möchte sich bei euch allen bedanken. Und zwar, indem er neue Bäume in dem Wald pflanzt. Ach, wie toll. Edgar will dir helfen beim Löchergraben für die Bäume. Also ich denke, heute hat sich gezeigt, dass nichts über Zusammenarbeit geht, wenn es hart auf hart kommt. Gut gemacht, alle zusammen. Ihr seid die Besten. Die Streifenwagen. Oh, wow. Heute ist ein großes Rennen in Car City. Und es sieht so aus, als wäre unser Lokalmatador Jerry auf dem besten Wege zu gewinnen. Es sind eine Menge Zuschauer. Oh, schau. Da sind Matt und Frank. Habt ihr Spaß beim Rennen, Jungs? Großartig. Jerry ist in Führung. Oh nein, was passiert mit Jerrys Reifen? Sieht so aus, als könnte es abfallen. Oh nein, es ist abgefallen. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Und es sieht so aus, als würden Matt und Frank das auch so sehen. Werdet ihr das untersuchen? Großartig. Hey, da ist Jerry. Vielleicht solltet ihr erst mal mit ihm reden. Gute Frage, Matt. Wo warst du kurz vorm Rennen, Jerry? Du hast deine Reifen aufgepumpt bekommen? Hey, Pitstop Pete, wie geht's dir? Dein Schraubenschlüssel wurde gestohlen? Wann ist das passiert, Pete? Kurz nachdem du Jerrys Reifen aufgepumpt hast? Es sieht so aus, als hätten wir hier zwei Geheimnisse aufzuklären, Jungs. Was hast du gesehen, Frank? Oh, das ist der freche Teig. Er hält einen Schraubenschlüssel. Und er will ihn gerade benutzen, um bei dem Auto dort die Reifen zu lösen. Na, dann wollen wir Tyler die Suppe mal versalzen. Was für ein Lümmel. Er versucht zu entkommen. Tyler kann garantiert nicht entkommen, wenn Matt ihn jagt. Großartig, gleich hat er ihn. Warte mal, er fährt zum Ausgang. Er wird entkommen. Was ist los, Tyler? Hat dich dein Glück verlassen? Oh, gute Arbeit, Frank. Tyler fährt nirgendwo hin, wenn Frank den Eingang versperrt. So ist es brav, Tyler. Her mit dem Schraubenschlüssel. Hey, vielleicht ist noch Zeit, Jerry zu reparieren, bevor das nächste Rennen startet. Matt hat gute Neuigkeiten für dich, Pete. Dein verschwundener Schraubenschlüssel wurde gefunden. Der Frechdachs Tyke hat ihn genommen. Und er hat ihn benutzt, um die Räder von Autos wie Jerry zu lösen. Großartig. Pete sagt, er kriegt dich vor dem nächsten Rennen wieder flott, Jerry. Diese Maschine hebt dich hoch, Jerry, damit Pete den Reifen ersetzen kann.
Gute Idee, Pete. Stellen wir sicher, dass Jerrys Reifen diesmal nicht abfallen. Viel Glück beim nächsten Rennen, Jerry. Da habt ihr aber heute eine Menge geschafft. Ihr habt Pete seinen Schraubenschlüssel zurückgebracht und den Schuft gefunden, der ihn gestohlen hat. Schaut ihr euch das nächste Rennen an? Ihr hattet wohl genug Rennen für einen Tag, was? Tja, Tyler, vielleicht hast du deine Lektion ja diesmal gelernt. Gut gemacht, Matt und Frank. Zeit, sich zu Hause ein bisschen auszuruhen. Hallo, Ben. Hm. Du siehst ja gut gelaunt aus. Was hast du vor heute? Ben, pass auf! Oh nein, Ben. Alles in Ordnung? Warte hier, ich gebe dem Streifenwagen Bescheid. Hier ist Matt, genau der, den wir brauchen. Matt! Matt! Warte mal kurz. Ben braucht deine Hilfe. Er steckt auf der Brücke fest. Matt, wo willst du hin? Die Brücke ist rechts. Ah, du bittest Frank um Hilfe. Gute Idee. Ben, keine Sorge. Matt und Frank holen dich in 0, nichts aus diesem Schlagloch. Es sieht so aus, als wäre die Straße von diesen Felsen blockiert. Oh ja, gute Idee. Lasst uns Billy die Planierraupe anrufen. Er kann uns die Straße freiräumen. Billy, Matt und Frank brauchen deine Hilfe, um Ben dem Traktor zu helfen. Komm mit! Okay, Billy, kannst du bitte die Straße freiräumen? Gut gemacht, Billy. Vielen Dank. Okay, Freunde, auf geht's! Gute Idee, Matt, aber ich glaube, Ben ist einfach zu schwer für dich.
Was wird das denn, Frank? Vorsicht, sonst rammst du Ben. Mm-mm. Oh, tolle Idee, Frank. Komm schon, Matt. Komm schon, Frank. Ihr habt's fast geschafft. Ja, gut gemacht, Jungs. Und Ben, hab ab jetzt ein Auge auf die Straße, ja? Die Streifenwagen. Guten Abend, Charlie. Hey, pass auf! Da ist ein Stromkabel. Oh nein, das muss das Stromkabel für die Straßenbeleuchtung und die Ampeln gewesen sein. Keine Sorge, Charlie. Ich bin sicher, das kann man reparieren. Mhm. Aber wir sollten uns besser beeilen. Mhm. Es sieht so aus, als würden diese Autos anfangen, sich zu streiten. Hey, Matt. Hey, Frank. Genau die, die wir jetzt brauchen. An der Kreuzung sind alle Ampeln ausgefallen und sie liegt total im Dunkeln. Und es gibt einen großen Stau. Schau mal, Charlie. Matt und Frank sind gekommen, um zu helfen. Charlie, tut es sehr leid, dass er das Stromkabel heruntergerissen hat. Es war keine Absicht. Es war ein Versehen. Fühl dich nicht schlecht, Charlie. Wir alle machen Fehler. Sieht so aus, als hätte Matt eine Aufgabe für dich. Du kannst helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Kannst du Matt helfen, den Verkehr wieder zum Fließen zu bringen, während Frank Tom den Abschleppwagen um ein paar Werkzeuge bittet? Hallo Tom, entschuldige bitte die Störung, aber an der Kreuzung in Car City ist der Strom ausgefallen, weil ein Kabel herausgerissen wurde. Hast du etwas, das uns helfen kann, es zu reparieren? Das ist genau das, was wir brauchen, um das Kabel zu reparieren. Vielen Dank, Tom. Toll, wie ihr den Verkehr wieder zum Laufen gebracht habt, Matt. Ihr solltet bald fertig sein. Frank ist zurück und er hat das Teil, was er braucht für die Reparatur. Es sieht so aus, als bräuchte Frank jetzt Charlies Hilfe.
Kannst du Frank das Kabel reichen, Charlie? Großartig! Jetzt muss nur noch das Ende des Kabels in das Teil, das Frank von Tom bekommen hat. Hervorragend! Ihr habt es geschafft, Jungs! Matt hat recht, Charlie. Ohne deine Hilfe hätten sie es nicht geschafft. Du hast einen Fehler gemacht, aber du hast geholfen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Gut gemacht!